schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Claudia und Lara. Wir sind beide Dozentinnen an der KNS, das ist die kleine Nestler-Schule, eine Berufsfachschule für Gymnastik, Fitness, Sport und Tanz hier in München. Wir haben dir wieder einen neuen Flashmob mitgebracht zu dem Song Work This Body von Walk the Moon. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Falls du den Tanz schon kennst und du brauchst gleich die getanzte Version, dann guck mal das Video hier oben, da findest du die Version auf Musik. Wir starten jetzt aber erstmal mit dem Tutorial und es geht los mit dem ersten Step. Es ist ein V-Step und wir starten mit dem rechten Fuß nach vorne. Lass uns gemeinsam loslegen. 5, 6, V-Step, here we go. Und rechts, links. So, das ist unser erstes Mal. Das ist unser zweites Mal. Das dritte Mal. So, und beim vierten Mal kommt eine Besonderheit. Nämlich nehmen wir die Arme auf und jetzt springen wir zurück und klatschen. Clap, clap. Super, lass uns das machen im Flow. 5, 6, here we go. Und 1, 2, 3. Das ist das erste Mal. Das zweite Mal. Drittes Mal. Bereite dich vor. Hände auf und spring und klatsch. Nochmal. Und auf. Auf. Das zweite Mal. Das dritte Mal. Achtung, jetzt die Hände und spring und klatsch. Letztes Mal. Und auf. Und auf. Drittes Mal. Hände, spring und klatsch. Sehr gut. Erster Teil schon geschafft. Dann geht's gleich weiter mit Teil 2. Du nimmst die rechte Hand zur Faust. Wir springen zweimal mit geschlossenen Füßen nach rechts und boxen nach oben. 5, 6, 7, 8. 1, 2, stopp. Dasselbe nach links. Und 1, 2, nochmal nach rechts. 1, 2, nochmal nach links. Wunderbar. Okay, das war ein Schritt von Teil 2. Der zweite Schritt ist, du springst auf und schüttelst die Schultern aus. Achtung, 5, 6, 7, 8. Spring auf zusammen mit Klatsch. Nochmal spring auf und Klatsch. Sehr gut, jetzt würde ich sagen, verbinden wir einfach alles miteinander. Mit dem Springen geht's los. Achtung, here we go. Und Sprung, 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 Sprung nochmal. Und spring auf, schütteln. Und klatsch nochmal, schütteln. Spring nach rechts, go. Sprung, Sprung, check, check. Achtung, spring auf, schütteln. Und klatsch und schütteln und klatsch. Wunderbar, das war Teil 2. Jetzt kommt Teil 3. Wir öffnen nach rechts, also mach ruhig so einen kleinen Sprung. Und jetzt kommen Arme, die sehen eigentlich aus wie so eine Schere. Das heißt, wir bewegen den rechten und den linken Arm auf und ab. Mach eine starke Faust. Und mit dieser Bewegung drehen wir uns über vorne auf die andere Seite. So, und jetzt kommt was Cooles, nämlich auf Count Nummer 8 darfst du einmal ganz laut schreien oder rufen oder was auch immer. Einen lauten Sound machen. Dann wechseln wir auf die andere Seite. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey. Und beim letzten, also beim vierten Mal, da bitte nicht rufen, sondern da sind wir ganz leise. Sehr gut. Ja, wenn man da natürlich eine große Gruppe ist, dann macht das Rufen noch viel mehr Spaß. Aber auch wenn du jetzt alleine mit uns tanzt, macht trotzdem ein lautes Hey. Komm, wir probieren das nochmal aus. Von hier, Schrittstellung, Arme lang, wir bewegen die Arme wie eine Schere. 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey. 1, 2, das ist dein zweites Mal. 5, 6, 7, hey. Drittes Mal, 3, 4, 5, 6, 7, hey. Achtung, letztes Mal und wir sind ganz ruhig. Jawohl, super. Der dritte Teil ist damit schon beendet. Jetzt fließen wir über in so eine kleine Pause. Und da bewegst du die Arme wie so eine Welle. Von links nach rechts und zieh. Ja, das ist immer schnell, schnell. Zieh, nimm den ganzen Körper mit. Dein Becken darf sich mitbewegen. Dein Oberkörper. Ach, wie sich's gerade gut anfühlt. Genau, und damit haben wir schon alle Teile geschafft. Sehr gut. Dann läufst du einfach ein paar Mal schnell am Platz. Das ist super deutlich hörbar in der Musik. Und es geht alles von vorne los mit unserem ersten Schritt, mit dem V-Step. Wenn wir das Ganze komplett einmal durchgetanzt haben, kommt eine Freestyle-Runde. Da tanzt du, wie du gerade möchtest. Suchst dir einen neuen Platz, suchst dir eine neue Raumrichtung, klatschst mit deinem Partner auch gerne mal ab. Also völlig frei darfst du dich da bewegen.
Dann setzen wir wieder auch super hörbar in der Musik mit dem Teil, mit dem Springen wieder ein. Und dann kommt die absolut coolste Stelle in der Musik und zwar ein vorläufiges Ende. Da hört man wunderbar ein Klavier. Wir haben natürlich ein besonderes Klavier, was so einen schönen Bogen hat. Und dann denkt man, es ist schon vorbei, aber nein, dann geht alles wieder von vorne los mit unserem Sprung, also mit unserem Refrain. Und das ziehen wir dann bis zum Ende durch. Und dann haben wir eine wunderschöne Endpose. Die darfst du frei wählen. Hauptsache stehen auf die Musik. Und ja, ich würde sagen, es kann losgehen. Du darfst dir hier einmal unsere getanzte Version anschauen und natürlich mittanzen. Ganz viel Spaß!